Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 100 Baby Challenge. Das müsste die Folge 72 sein. Wir wollen jetzt in dieser Folge den Fokus darauf legen, dass unsere Kinder hier und Teenager ihre Fähigkeiten und Hausaufgaben alle aufleveln. Damit wir nach Möglichkeit direkt am Montag dann direkt zwei unserer Kinder wieder altern lassen können. Das heißt, wir könnten dann den Haushalt dann deutlich leerer machen. Im Moment ist es einfach viel zu voll. Und ich habe mir ja was überlegt, quasi. Und zwar würde ich jetzt Martina gerne in Rente schicken. Ich finde, mit 17 Kindern hat sie jetzt erst schon mal genug gemacht. Sie könnte aber erstmal damit anfangen, hier das Zeug zu reparieren. Wie gesagt, nach 17 Kindern. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur das wegmachen, weil er gerade da reingelaufen ist. Jetzt läuft sie da trotzdem rein. Ach. Naja. Ja. 17 Kinder sind genug. Das heißt, Emma wird übernehmen. Das heißt, wir werden uns auch insbesondere um Emma kümmern. Damit wir ihre Wünsche erfüllen, damit wir auch später irgendwann wie heißt das? Die Belohnung fruchtbar, diese Belohnung kaufen können. Das heißt, sie würde halt mehr Zwillinge und Drillinge bekommen. Drillinge hatten wir schon Drillinge? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten schon mal Drillinge. Aber gut. Emma wird weitermachen. Emma wird die Challenge weitermachen. Sie kann das schon. Sie ist bestimmt ein starkes Mädchen mit einer sehr gebärfreudigen Hüfte. Die wird sie nämlich brauchen. Sie wird sie auf jeden Fall brauchen. Okay. Bei ihm ist Comedy am stärksten ausgeprägt. Was ist denn vom Charakter her für ein Typ? Selbstsicher, schneller Lerner und Spinner. Okay, das klingt doch schon mal vielversprechend. Vor allem das mit dem schneller Lerner. Ein Spinner würde da auch gut dazu passen. So, er arbeitet an seinen Logikfähigkeiten. Er macht gerade Nickerchen. Ja. Danach kann er aufs Klo gehen. Ja. Und danach Videospiele. Ja. 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 Wie wäre Kochen ja lieber, wenn du kochen lernen würdest? Na komm. Jetzt will da jemand ran, jetzt will sich da jemand ein Stück holen oder so. Also ich finde ja, du solltest ja kochen lernen. Ja. Marlene hat sich was geholt. Okay, dann fang erstmal an mit Gartensalat. Da kannst du wenigstens nichts mit anfackeln. Ich habe im Internet gelesen, in dieser Nachbarschaft soll es auch irgendwo auch Brombeeren geben. Zitronenbaum. Das suche ich mal noch schnell. Nach Brombeeren. Sind das hier? Ja, das sind Tulpen. Brombeeren, Brombeeren, Brombeeren. Ein Kaktus. Brombeeren, Brombeeren. Das ist ein Kirschbaum. Oh. Ich kann sie hier im Moment nirgendwo finden. Hier sind sie auch nicht. Das ist ein Zitronenbaum. Wo sind hier Brombeeren zu finden? Brombeeren. Es dürfte ja eigentlich nur so ein Strauch sein. Nee, das sind Zwiebeln. Die haben wir schon.
Müssen wir aber auch noch einpflanzen. Habe ich vorhin vergessen. Haben die hier vielleicht Brombeeren? Hier auf dem Haushalt? Müsste man halt notfalls besuchen, aber sieht nicht so aus. Hier ist noch etwas. Brombeerstrauch. Hier, nimm mal. Hast ja gerade nichts zu tun. Wo ist jetzt nochmal unser Haus? Da ist unser Haus. Irgendwer sollte kochen. Ich glaube, dir wollte ich kochen beibringen, ne? Ja, sieht so aus. Okay, dann kannst du ja gleich nochmal kochen. Nochmal einen Gartensalat. Ist der Kuchen alle? Der Kuchen scheint alle zu sein. Naja, so, das sind die Brombeeren. Jetzt kannst du wieder nach Hause. Wir brauchen... beziehungsweise unsere... ja, unsere Haushaltshilfe sollte sich mal blicken lassen. Okay, er hat seine Fähigkeit auf Level 3. Mehr braucht er nicht. Er kann sich was zu essen holen. Hier, nimm dir mal. Gönn dir. Gönn dir. Sie holt sich auch was. Oder auch nicht. Na gut. Jetzt hat er das Ding. Stimmt ja. Wach mal auf. Du bist ja nicht mehr dauerschwanger. Das heißt, du kannst jetzt auch mehr reparieren. So, wie sieht es bei dir aus? Level 2. Ach, mach mal weiter. Darfst dich ruhig einpinkeln. Ist mir egal. So. So, einmal das. Aufwischen. Sie ist gerade inspiriert. Von Wissenschaft inspiriert. Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufräumen. Zack. Ich packe mal das Zeug, das er gesammelt hat, bei Martina im Inventar. Wenn es gehen würde. Ja, da. So, einmal das. Einmal das. Die Tulpen packen wir auch mal rein. So, und die Brombeeren auch. Zack. So, dann hier kannst du wieder was dran machen. Basilikum, Karotte ist schon dran. Ja, Petersilie. Klingt doch super. So, Zitronenbaum wächst langsam, genauso wie der Kirschbaum. Brombeerenstrauch, damit warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen. Bis hier ein paar andere Pflanzen hier komplett eingegangen sind. So, Basilikum, Karotte und Petersilie. Basilikum, Spinat. Hier. Ach nee. Jetzt kann man da wieder erstmal. Jetzt müssen wir da erstmal wieder ein bisschen warten. So. Der Salat liegt da jetzt. Du kannst hier jetzt an den PC und zwar kannst du hier. Spiel erstmal ein bisschen. Spiel erstmal. Braucht es. Oder. Nee, surf mal nicht im Internet rum. Kannst hier stattdessen ja die Geige üben. Ah. Okay, er muss gar keine Fähigkeiten trainieren. Er hat weder Arbeit noch Schule. Das heißt, er. Wird sich sowas von langweilen? Du kannst ja stattdessen, keine Ahnung, was du machen kannst. Do your thing. Hier kannst du das hier aufräumen. Er will ein Instrument kaufen und Spielzeug kaufen. Okay, er hat schon mal auf Level 2 seine Kochfähigkeit. Ist ja schon mal was. Ich würde sagen, dann kann er hier mal.
verstehe gar nicht, wieso es hier so dreckig sein soll. Ich weiß gar nicht, wo es hier so dreckig sein soll. Ich sehe es nicht, wo es so dreckig sein soll, dass es die richtig stört. Höchstens vielleicht die Theke. Dann machen wir hier die Theke sauber. Den Teller hat er auch wieder einfach da stehen lassen. Zack. Verstehe das nicht. Ist doch alles... Ist der Fernseher kaputt? Ja, der Fernseher ist kaputt. Martina, wach mal auf. Hier kannst du mal das hier reparieren. Und ich lieg sowieso im falschen Bett. Du kannst den Fernseher reparieren. So. Ja, er muss eigentlich... Ja, nee, er ist eigentlich ziemlich fit. Dann leer hier mal den Müll und danach kannst du von mir aus ins Bett. Level 4 Videospielfähigkeit, sehr schön. Jetzt müssen sie auch abprogrammieren. Ja, hacken. Hier. Dann hack mal ein bisschen. So, dann kann sie hier jetzt Teil plündern. Wir könnten auch theoretisch auch einfach ganz viele Bücher kaufen und den Leuten dann halt so Fähigkeiten beibringen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich. Teil plündern. Da kannst du das wegwerfen. Da kannst du das hier wegwerfen. Hier. Bücher kaufen. Ich wollte es nur wegklicken. Bücher kaufen. Lass mich jetzt Bücher kaufen. Danke sehr. Fantasy, Sachbuch, Poesie, Romantik, Fähigkeit. Ja, machen wir einfach mal. Von jeder Fähigkeit des... Erste Buch. Klavier, Kochen, Logik. Alter, es gibt so viele Fähigkeiten. Mixen. Die Tipps eines kulinarischen Meisters, um die perfekte Mahlzeit zuzubereiten und die besten Bewertungen von den härtesten Kritikern zu erhalten. Geld haben wir ja. Programmieren. Raketenwissenschaft. Schelmigkeit. Schreiben. Videospiele. Jemand der feinen Gesellschaft angehört. Ich denke mal, das sind Bücher, die man freischaltet, wenn man eine Fähigkeit auf Level 10 bringt. So, die Bücher sind im Inventar. Verkauf hier mal die Bilder. Da kannst du das hier fertig machen. Währenddessen werde ich die Bücher mal ins Regal schieben. Wenn die da alle reinpassen. Aber es ist ein Videospiel. Passen alle möglichen Sachen in die kleinsten Behälter rein. So. Ganz schön viele Bücher geholt. Oh ja, jetzt hört ja gar nicht auf. Es hört ja gar nicht auf. Teil für Elektrogeräte, ach so. Ah ne, nee, nee, das gehört nicht ins Bücherregal. So, das gehört da rein. So, okay. Okay, da kannst du nichts dran verbessern. Angespannt. Weil er keine Liebe findet. Na komm, geh da rein. Zack. So, geht doch.
So, wie sieht's denn bei dir aus? Eine Fähigkeit auf Level 4. Was hast du denn schon auf Level 2? Motorik hast du schon auf Level 2. Dann leg mal los. Okay, Marlene hat erfolgreich ein bisschen Geld erhackt. Kann sie jetzt schlafen gehen? Hat sie ja schon. Na, 75% hat sie erledigt. Aber gut, sie hat jetzt ja auch Wochenende. Da kannst du das im Laufe des Wochenendes einfach ganz gemütlich einfach mal machen. So, Elisabeth, du musst, glaube ich, heute arbeiten. Kann das sein? Ja. Wie sieht es mit deinen Fähigkeiten aus? Ich meine, mit deinen Bedürfnissen. Du müsstest eventuell duschen. Aber sonst alles in Ordnung. Allen Anschein nach. Der Strauch ist schon wieder ausgewachsen. Dann können wir ja gleich wieder was dran machen. Okay, was ist mit dir? Toilette. Leg los. Ich halte dich nicht davon ab. So, und danach. Gehst du hier mal duschen? Danach nimmst du dir den Salat. Oh nee, du nimmst dir erst den Salat und guckst währenddessen Fernsehen. Bevor er noch zu viel davon vergammelt. So, du kannst jetzt duschen gehen. Geh duschen. Sonst musst du stinken zur Arbeit. Das will doch keiner. Vielleicht kannst du ja heute sogar befördert werden, wenn wir ein bisschen, wenn du dich anstrengst und wir ein bisschen Glück haben. So, ist er fertig? Ja, das. Aber jetzt aber nicht auf Level 3 gebracht. Dann mach erstmal deine Hausaufgaben. So, es ist erst 5 Uhr. Was ist das? Mumphy Monster. Ach so. Ach so, ja, Mach einfach irgendwas. Was streitet ihr euch denn hier rum? Ich mag ja Baseball. Und Fastfood. Ich mag Fastfood. Pommes und Fastfood und Baseball. Das ist meine Welt. So ungefähr läuft das Gespräch, denke ich mal. So, dann kannst du duschen. Ah. Jetzt packe ich mal in den Kühlschrank. Eine fast vergammelte Salat. Kannst du hiervon einnehmen. So, er hat Hunger. Wir haben ja Salat. War, glaube ich, deine Sache, die du lernen solltest, oder? War was die deines Bruders? Das war die deines Bruders. Ja. Man kann ja auch theoretisch auch ein Buch dazu lesen. Theoretisch. Könnte. Muss er aber nicht. So, hier geht's im Moment ziemlich gut. Tolles Gefühl. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. Das kann ich mir vorstellen. Er muss dringend aufs Klo und holt sich zuerst mal was essen. Warum nicht? Wenn ich mir fast in die Hosen pisse, dann gehe ich auch zuerst mir etwas zu essen holen. Er nimmt sich einfach was ganz Trockenes zu essen. Und dann saugt dieses trockene Essen einfach den Urin auf. So funktioniert das doch bestimmt. Einfach trockenes Brötchen essen, dann musst du nicht mehr aufs Klo. Da kannst du auch natürlich aufs trockene Brötchen pinkeln, das geht auch. Naja.
In der nächsten Folge werden wir uns weiter hier um die Fähigkeiten kümmern. Und wir werden uns vermutlich nicht über trockene Brötchen und Urin unterhalten. Bis dahin und ciao!